Pilzpalast. Das ist ja cool hier. Hey, Mario. Ah, bist du da in was reingetreten? Was? Wo reingetreten? Springen? Ha, reingefallen. Ja, das verarscht. Können wir hier mit den... Ah, wo die Prinzessin wohl gerade ist? Oh, ich hab sie ja schon länger nicht. Oh, bitte? Schon wieder Bowser? Ja, so sieht's wohl aus. Können wir hier irgendwas... Ich frage mich, ob es hier irgendwelche Geheimgänge oder irgendwas gibt. Können wir hier rein? Oha, wir können in alle Häuser rein. Hallo Mario, mein kleines Brüderchen war... Mampf, Mampf, was gibt's Gutes? Heute gibt's mal wieder eine ganze Menge von nichts. Lass dir das nichts schmecken. Oh, ständig spülen und putzen. Total nervig. Können wir irgendwas? Gehen wir mal zum kleinen Bruder nach oben. Haha, der springt auf dem Bett rum. Und hüpf und hüpf. Hey Mario, sag mal, wenn ich fleißig übe, kann ich dann irgendwann auch so springen wie du? Aber natürlich kannst du das. Juhu! Und er springt einfach noch schneller. Wie cool ist das denn bitte? Okay, so, hier raus. Hier unten war noch ein Haus. Was sagt er hier? Hast du hier vorhin auch so einen Krokotypen gesehen? Oh, klang total nach Ganove, wie der so sprach. Okay. Oh, der fühlt sich hier nichts Gutes im Schilde. Heiliger Pilzschirm. Wo ist denn mein Geldbeutel plötzlich hin? Okay, ihm hier müssen wir wahrscheinlich seinen Geldbeutel wieder bringen. Geh mal hier rein. Oh, hier gibt's auch wieder ganz viel nichts zu essen. Kennst du vielleicht einen schönen Urlaubsort für die Flitterwochen? Oh, ich habe gehört, im Pilzwald soll es ganz schön sein. Jetzt, wo wir da aufgeräumt haben? Hallo? Ja. Ah, Mario, rat doch mal, Rosi und ich. Oh, wir waren immer Freunde, aber jetzt heiraten wir. Das ist aber schön für euch. So. Wer saust da rum? Hey du! Ah, Mario, wenn ich groß bin, dann ziehe ich mit dir und deiner Gruppe um die Welt, ja? Natürlich kannst du das machen. Und keine Sorge, falls du mal Bowser über den Weg läufst, dann werde ich gehörig... dem werde ich gehörig die Radieschen verhageln. Oh, was haben wir hier? Ach, es steht noch jemand. Ich habe gerade gedacht, was ist das? Oh, ich hoffe, mein Enkelchen wird mal genauso lieb und gutherzig wie die Prinzessin. Ah, bestimmt. Ich find's cool, die ganzen Häuser hier. Oh, und das ist hier der Grandpa. Immer wieder herrlich, wenn sich die Kleinen so schön vergnügen. Aber hier in den Häusern können wir nichts weiter groß anklicken. Oh, warte mal, wir können. Können wir auch hier? Wir können hier auf den Schrank hoch, aber das bringt uns erst... Ach so. Wir können auch... Moment. Ich habe gerade noch eine Idee. Pilzgeschäft. Ich muss nochmal zurückgehen in das Haus. Ich will mal was ausprobieren. War das das? Nein, das war das oben. So viele Häuser hier. Was passiert denn, wenn wir mit dem Kleinen hier... Ach, wir können nicht... Wir können bei ihm auf den Kopf. Er kann bei uns auf den Kopf. Okay. Hier können wir noch hoch, aber... Passiert nichts weiter. Okay, das wollte ich nur kurz ausprobieren. So, da ist das Schloss. Wo geht's denn hier hin? Hier ist irgendwas mit Sternen. Gasthaus. Gasthaus zum drehenden Stern? Ah, da können wir speichern. Nicht jetzt, okay. Und hier? Nein, 3 Münzen ist uns zu teuer. Erstmal nicht übernachten. Oh, da schläft hier.
wir kriegen direkt ein Gemeinschaftszimmer, aber gut, wir schlafen hier gerne mit Toten zusammen. Ah, ob ich den ganzen Tag schlafe? Ah, nicht die Bohne. Okay. So, hier haben wir so unser Gasthaus. So. Was haben wir hier noch? Welcome. Hier vor dem Palast soll sich in letzter Zeit hier eine ziemlich zwiespaltige Gestalt rumtreiben. Aber ich gebe gut Acht und werde die Stadt sauber vorgestalten. Okay. Finden wir die Flasche? Das sieht aus, als wäre da irgendein Eingang. Vielleicht auch doch nur ein Torbogen. Okay, gehen wir mal hier rein. Ist das ein Laden? Okay, Itemladen. Mario, hallo, schon gehört? Ein Enkel des klugen Weisequarks soll heute bei mir irgendwelche Erledigungen machen. Gesehen habe ich ihn aber noch nicht. Aber du wolltest doch sicher selbst was Schönes kaufen. Was darf es denn sein? Kaufen? Pilz? Honig? Muntermacher? Belebt einen Verbündeten wieder. Okay, ah, da haben wir auch einen gefunden. Reinigungssaft? Stellt Statuseffekte wieder her. Oh. Latzhose. Wir haben die normale Hose an. Wir können uns eine Latzhose gönnen. Ja. Ausrüsten. Direkt ausgerüstet. Okay, damit haben wir... Haben wir jetzt mehr? Der 0? Magieschutz 0? Verkaufen. Ach, wir hatten noch keine. Was können wir noch? Sprungschuhe. Gegengift-Button. Verhindert Schaden durch Gift. Wir können uns beides leisten. Okay. Abwehr, Flinkheit, Magiestärke plus 5. Keiner? Mario. Okay. Die Frage ist, können wir nur eine Sache ausrüsten? Ach so. Wenn wir das jetzt ausrüsten, dann geht das hier weg. Quasi Abwehr kriegen wir und Magieschutz, aber dafür Flinkheit und Magiestärke weniger. Okay, maximale Anzahl. Wir können maximal 10 Stück mitnehmen. Okay, oh, hier geht's runter. Oh, wen haben wir denn hier? Ich befehle dir, dich vor mich zu stellen. Ja, hier stehen wir doch. Okay, ja. Nun befehle ich dir zu springen. Oh, das ist aber nett. In dieser Welt sind Schatztruhen versteckt, die man nicht sehen kann. Man nennt sie Geheimschätze. Wenn du fleißig hüpfst, solltest du unsichtbare Truhen rascher finden. Oh, das sollte dir auch... Alarmring? Du musst ihn anlegen, dann hilft er dir... Verdammt. Geheimschatz in der Nähe. Trägst du einen Alarmring, so verrät er dir, wenn sich ein Geheimschatz in der Nähe befindet. Der Ring muss aber ausgerüstet sein. Das ist aber ärgerlich. Jetzt habe ich auch etwas gekauft. Wie kann ich denn... Okay. Kampfteam, Ausrüstung. Alarmring. Da gehen wir natürlich wieder runter, aber ich hätte dann doch gerne gewusst. Nichts. Einfache Latzhose, Waffe. Oh, Hammer. Accessoire. Und jetzt... Ah, und hier können wir Alarmring. Okay. Drei Sachen können wir also ausrüsten. Hier haben wir unsere Techniken. Feuerball. Auf Level 6, 10, 14 und 18 kriegen wir noch was Neues. Hier haben wir die Sachen. Monsterfibel. Oh, hier können wir... die Monster angucken. Schildkadett. Okay. Getreue, aber nicht besonders starke Wachleute in Bowsers Festung prügeln eher auf gut Glück um sich. Okay, Bowser selber. Statusschwächen keine. 320 Leben hat Bowser.
Leuchterhund 60 live, fleißige Beißer, die Tag ein Tag aus brav Bowsers Kronleuchter tragen. Dann haben wir unseren Goomba, 16 Leben, den Paracooper mit 10 Leben, rammen ihre Feinde mit Vorliebe mit ihrem Panzer, Dorni und dann haben wir noch unseren Hammerbruder. Statusschwächen sind noch keine bekannt. Wahrscheinlich werden die erst aufgedeckt, wenn wir sie mit irgendwas angegriffen haben. Okay. Und dann haben wir noch System. Einstellung Welt... Oh, zur Weltkarte? Ah nein, nicht zurück zur Weltkarte. Wie Geheimschatz in der Nähe? Ist hier noch einer? Oder ist das der hier jetzt gemeint? Okay, Ich glaube tatsächlich, dass das der einzige Schatz hier ist. Okay, dann gehen wir mal raus. Und ich glaube, wir müssen ins Schloss rein. Oder wo ging es da noch runter? Wo geht's hier lang? Ah, okay, Pilzpalast, da sind wir wieder. Das ist einfach wieder der Ausgang. Oh, jetzt natürlich die Frage, gibt es Geheimschätze hier in den Häusern? Jetzt, wo wir diesen Ring tragen. Muss ich doch tatsächlich mal nochmal hier in die Häuser reingucken. Ob hier irgendwo vielleicht was ist. Okay, sieht aber nicht so aus. Vielleicht dann aber im Schloss. Wir gehen mal ins Schloss rein. Mario, endlich! Oh, ich will sofort dem Kronminister Bescheid sagen. Wir sehen uns dann drinnen im Palast, ja? Wir sind schon drinnen. Geheimschatz in der Nähe. Na toll. Okay, die Frage ist jetzt... Wo könnte der sein? Haben wir irgendeinen Hinweis? Gibt es irgendeinen Hinweis, wo der sein könnte? Ich meine, wir können hier diese Kacheln abhüpfen. Und vielleicht erwischen wir ihn dann. Vielleicht der Ecke? Okay, hier ist er nicht. Oh, hier geht's auch lang. Okay, hier drüben mal. Die haben wir schon. Der wird auf dem Weg sein wahrscheinlich. Die Frage ist nur, treffen wir den? Wir sind doch alles abgesprungen jetzt hier. Nein, noch nicht da durch. Okay, ich bin gerade leicht verwirrt. Müsste der nicht hier irgendwo zu finden sein? Ich weiß halt auch nicht, ich könnte noch mal hier auf diesen Kreuzen. Oh, ich weiß jetzt schon, das wird mich super viel Zeit kosten.
immer diese Schätze zu finden. Man erkennt aber halt auch nichts. Wir haben hier nur so eine Spiegelung von uns. Am Boden. Was schon ziemlich cool ist. Ich gehe erstmal hier in die anderen Räume. Okay, hier geht's nach oben. Peeps Gemach. Die Prinzessin ist noch nicht zurückgekehrt. Der Kronminister ist sicher ganz außer sich vor Sorgen. Oh, dann hüpfen wir ein bisschen auf ihrem Bett rum. Boing, boing, boing. Was war das gerade? Prüfen. Von Peach gefunden. Ah, du da, was soll das? Lass bitte schön alles dort, wo es war. Hier, ich gebe dir was als Entsch... Oh. Pilze halten, dankeschön. Okay, dann gucken wir nochmal die andere Seite. Oh, hier ist er wieder. Nee, ich möchte den Geheimschatz haben. Und was, wenn der da oben ist? Sind wir rausgegangen? Das kann doch nicht so schwer sein, den zu finden. Der muss doch hier irgendwo sein. Oh nein, die können doch nicht von uns erwarten, dass wir hier jeden Millimeter abhüpfen. Okay, gehen wir erstmal hier. Hier dürfen wir noch nicht lang. Palastkellerwache. Entschuldige, aber ohne die Erlaubnis des Kronministers darf hier niemand rein. Okay. Wer schläft hier? Ah, oh, wehe, die Palastkellerwache macht wieder einen Faulenz, während ich hier das Gästezimmer sauber mache. Doing, doing. Können wir hier wieder irgendwo was finden? Okay, so. Also es wurmt mich schon, dass wir den nicht finden, hier den Geheimschatz. Ich weiß halt auch nicht, wo ich hier hüpfen soll. Mich ärgert es jetzt schon, dass ich diesen Ring angelegt habe. Wir sind doch hier schon überall angesprungen. Also ich denke mal, wir können hier wahrscheinlich auch irgendwann nochmal zurückkommen. Muss ich höher springen? Müsste der vielleicht auch blockieren? Wenn wir hier springen? So dass wir merken, dass wir irgendwo dagegen stoßen? Hm. Ich bin tatsächlich hier gerade ein bisschen ratlos, wo dieser Schatz sein soll. Hinterher ist wahrscheinlich eh wieder nur ein Pilz oder irgendwas drin. Ich habe halt auch gedacht, vielleicht ist der da oben irgendwo. Aber hier in der Mitte wäre eigentlich ein guter Platz für so einen versteckten Geheimschatz. Hm. Kann nochmal hier davor hüpfen? Okay, ich gehe weiter. Ich lasse das erstmal sein. Wir gehen erstmal durch zum Minister. Eure Eminenz, Mario ist eingetroffen.
Na dann, wir sind da. Mario, dem Himmel sei Dank, dass du endlich hier bist. Aus Bowsers Festung war ein gewaltiger Krach zu hören. Oh, mir sind fast die Sporen aus dem Schirm gefallen, als es rumste. Oh, verzeih die Frage, aber wo ist denn die Prinzessin? Sie hatte sich doch zu dir nach Hause aufgemacht, oder? Ja, oh, da ist was passiert. Oh, wie schrecklich. Oh, ich ahne Schlimmes. Oh, ob Bowser wohl hinter der Sache steckt? Naja, ich glaube, Bowser ist es diesmal nicht ganz so, aber auch irgendwie mit beteiligt. Was? Heiliger Halimasch! Oh, dann hat Bowser also aufs Neue unsere geliebte Prinzessin entführt. Ans Werk, Mario! Du kennst dich ja aus. Wage dich in die Festung und rette ihre Hoheit. Na, das geht so leicht nicht. Ja, denn Bowser... Ja, und dann haben wir schon besiegt. Und wir wollten die Prinzessin retten. Und dann hat es aber gebebt und ja, dann war die Brücke weg und wir sind weggeflogen. Und zu Hause gelandet, im Schornstein. Und jetzt können wir da nicht mehr springen. Oder nicht mehr rüberspringen. Wie cool Mario das gemacht hat irgendwie. Ah, oh, meiner treu. Ein bodenloser Abgrund vor Bowsers Festung. Welch schreckliche Wendung. Ah, und doch muss ich dich bitten, Mario. Bitte rette unsere über alles geliebte Prinzessin. Oh, ihr Wohl liegt in deiner Hand. Okay, wir geben unser Bestes. Halt, Kleinigkeit noch. Ja? Du legst doch sicher all die Ausrüstung an, die du so findest, oder? Nicht nötig, danke. Oh ja? Ach, Ausrüstung wird im Menü angelegt. Okay, das haben wir ja schon. Dann erklär das uns halt nochmal. Okay. Er erklärt's uns. Ich glaube, das können wir uns sparen. Wir haben gerade den Hammer. Das haben wir ja schon angelegt. Okay, wir können das nicht skippen. Aber er hat's uns gezeigt. Dankeschön, Tod. Okay. Du kannst noch Rüstung und Accessoires im Itemladen. Alles klar, wir... Noch eine Kleinigkeit. Wir wollen die Treppe runter. Ah, nun ja, du weißt, wo ich ja fast umkomme, Versorgung die Prinzessin. Ah, da dachte ich, könnte ich dich bitten, dich zum Palastkeller zu begeben und dich für deine Reise zu rüsten? Der Wächter würde dich einlassen. Aber das hört sich doch gut an, das machen wir auf jeden Fall. Oh nein, ich will nicht in den nächsten Raum. Bing. Wir wissen nicht, wo es ist. Mario, der Kommunist hat mir alles erzählt. Mir nach, hier geht's zum Palastkeller. Ich möchte hier diesen Geheimschatz haben. Das ist nicht fair. Ich weiß nicht, ob ich dafür nicht clever genug bin. Aber ich bin gefühlt hier schon überall lang gesprungen. Und diese Truhen sind ja eigentlich auch nicht klein, wenn man es so sieht. Spiegelt sich? Ich habe mir überlegt, ob sich hier so eine Kiste irgendwo spiegelt, wo man vielleicht was sehen könnte. Aber das sieht man auch nicht wirklich was. Okay, erstmal zurück. So, dann zeig mal, was wir im Palastkeller haben. Pilz? Okay. Pilzlein wie dieses findest du in Schatztruhen. So, das kennen wir schon. Sehr gut. Was haben wir noch? Eine Blume. Blümchen findest du auch in Schatztruhen. Okay. So, und was haben wir in der letzten? Ein paar Münzen. Okay, es gibt keine mit dem... und groß... Kleine mit Wert von 1, groß 10. Und die hat einen Wert von 10. Das ist eine große in der Truhe. Und jetzt?
Das wissen wir schon. Okay, wir gehen wieder raus. Und wir sind hier immer noch bei dem Geheimschatz. Wir müssen bestimmt irgendwann hier in die Festung zurück und werden hier nochmal uns zu Tode hüpfen. Mir lässt das tatsächlich fast keine Ruhe hier, dass wir hier diese Kiste nicht finden. Passiert irgendwas mit diesen Zeichen oben, wenn wir hier langlaufen? Auch nicht. Das ist einfach, das sagt einfach nur, dass irgendwo in diesem Raum hier so eine Kiste sein muss. Ich finde sie nicht. Okay. Wir suchen die irgendwann nochmal später. So, warte doch. Oh. Der Fiesling. Bleib endlich stehen. Oh, da kommt er nicht hoch. Oh nein, der Arme. Oh, das gemeine Krokodil hat Opas Groschen gestohlen. Oh nein. Nicht schon wieder weinen. Ah, weinen tun nur kleine Kinder. Aber was soll ich nur tun? Keine Angst, wir sind ja da, wir sind ja da. Mario ist da, um dir zu helfen. Wenn wir wüssten, wo das ist. Da steht er. Oh, hallo? Oh. Oh, Jemine, du bist pitschnass. Ja, aber du auch. Ah, bitte? Ach, oh, mir geht's schon besser, entschuldige. Manchmal hilft außer Weinen einfach nichts. Er hat quasi das Wetter verändert. Ah, oh, warum habe ich eigentlich geweint? Oh, irgendeinen Grund gab es da doch. Aber genau, ich sollte hier eine Besorgung für meinen Opa erledigen. Doch dann bin ich dem blöden Krokodil begegnet. Oh, so ein Schurke. Er hat mich beklaut. Mein Groschen hat er sich geschnappt. Oh, und er war viel zu schnell für mich. Hey Mario, du springst doch super hoch, oder? Zeig doch mal bitte. Okay. Bounce. Oh, wow. Da kann Rosa reinpacken. Der stachelige Schuft. Moment, du bist Mario? Oh, ich habe schon so viel über dich gehört. Oh, und über dein super Sprungtalent auch. Oh, ich bin Mellow. Vom Quappenquell. Ich bin ein Frosch. Sieht man ja, oder? Ja, natürlich. Aber springen kann ich fast gar nicht. Oh, hilfst du mir vielleicht, den Krokodil zu schnappen, der mich beklaut? Aber natürlich helfen wir dir. Oh, danke, 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 danke. Okay, wir müssen da hoch. Oh, er ist in unserer Gruppe. Mellow ist in der Gruppe. Ha, genau, wie ein Frosch sieht er nicht aus. So, okay. Mellow führt Tagebuch zu deiner Reise. Lies es doch mal. Okay. Tagebuch. Reisebuch. Reisealbum. Oh. Das Spiel ist aus, Mario. Nun für... Okay, was haben wir hier? Wir planen Großes. Nur erst der erste Schritt. Störenfriede, wie du. Das ist ja der Hammer. Das. Okay. Können wir das auch irgendwie anklicken? Mario ist ein super starker, total lieber Kerl und er hilft mir, meinen Groschen wiederzufinden. Ob Kroko, dieser böse Dieb, damit vom Pilzpalast ins Grüne geflohen ist? Ihm nach! Okay, wir müssen ihm nach. Das heißt, wir müssen hier raus. Und mich wurmt das immer noch mit diesem Schatz einfach. Wir kommen aber bestimmt... Wir müssen ja eh hierher zurück. Irgendwann suche ich den nochmal. Dass wir den nicht gefunden haben. Egal. Jetzt geht's erstmal weiter. Okay, wir müssen wieder... Wo müssen wir denn hin?
Nee, wir müssen hier. Hier ist die Fahne. Mario, ich muss dir ganz dringend was erzählen. Oh ja. Oh, hier ist eben jemand Komisches vorbeigerannt. Jemand ganz Komisches. Habt ihr ihn gesehen? Oh, wie sah denn so aus? Ja, ungefähr so. Mario verwandelt sich erstmal. Genau, das war ja kein Zweifel. Das war mein Groschendieb. Und sie haben den Kerl einfach laufen lassen? Laufen lassen? Ach wo, laufen konnte der von selbst. Voll schnell sogar. Sehr gut. Du das, stehen bleiben. Sofort. Oh, da kommt er. Ihr Stümper könnt nicht mal eine Weinbergschnecke fangen. Sayonara, ihr Schnarchnasen. Oh. Oh, das war er. Los, Mario, ihm nach. Okay. Hier, Mario, nimm das lieber mit. Weltkarte. Okay. So kannst du in Windeseile eine bestimmte Art zurückreisen, die du bereits entdeckt hast. Okay. Probieren wir das aus? Weltkarte. Ah, der Diebespfad. Jetzt geht's also bei dem Diebespfad, okay. Aber wir können auch ganz einfach hier rausgehen, oder? Und jetzt ist hier ein neuer Weg frei geworden zum Diebespfad. Okay. Dann würde ich sagen, dem Dieb auf der Spur.